das wird die Kohle raus. Das geht nicht. Da im Storage Hopper geht's nicht. Ganz davor und. Okay. Ich nehme die dann nicht gleich weg. Das ja, ist ja. Jetzt müsste es aber dann gehen. Eins rauf. Na, oh Gott, jetzt ist mir auch schon passiert. So, dann bauen wir da. Stimmt das, was ich da mache? Das sind Wege. So, dann muss ich jetzt. So, dann mache ich das so. Dann mit der Rohre weiter. Ein paar habe ich ja noch. Der Hit ist, wenn wir brauchen das Ganze dann auch auf der anderen Seite für die Bahn. Dann, und dann haben wir echt viel Material verwurstelt. So. Wir verbrauchen eigentlich unser ganzes Material nur, um das Ganze zu automatisieren. Ja. Prinzip für Faktoria. Den Großteil arbeitet nur daran, dass endlich alles automatisiert ist und alles produziert wird. Rauskommen tut eigentlich das gleiche wie am Anfang. Man atmet. In Wahrheit. Man? Atmet. Ja, ja. Es ist, ja. Naja, Faktoria ist ja das Ziel dieser Rakete, dass du den Planeten verlassen kannst. Weiß nicht, ob sie das da auch schon haben, aber wahrscheinlich. Wird also das große Ziel sein, ne? Weil das Ganze beginnt ja mit dem Absturz, dass der Komet oder so trifft. Okay, das Röhrchen kappen wir dann da. Wir gehen dann da einfach beinahe drüber. Ah, sehr schön. Das gleich zusammenschließen. Warum steht das da jetzt? Ja, ich verlängere das Lager.
Nein, das weiß ich schon, warum da 10 drin gestanden ist. Es war, glaube ich, eine Anzeige für. Ah, jetzt ist es durchgelaufen. Passt. So, aber dann kann man da zumachen. Und du hast gesagt, da ist noch irgendwo ein Zinn, oder? Ja, ganz vorne. Das ist ja. Schau, da vorne. Wo das Lager beginnt vom Kupfer. Siehst du mich springen? Nein. Wo es vom Lager hinauffließt. Ganz im nordwestlichen Eck. Ja. Ah, dort ist ein Zinn, oder was? Mhm. Oh, scheiße. Das kann ich jetzt da in Süden. Oh Gott. Ich glaube, da mache ich ein Provisorium. Warum das, bauen wir das da nicht ab und leiten es gleich drüber direkt rein ins Lager? Da oberhalb ist ja direkt das Zinnlager. Ja, sag ich, da bauen wir Provisorien okay. Einfach nach oben. Ja, das ich kann dir nämlich auch nicht sagen, wie groß das ist. Das ragt wahrscheinlich mördermäßig groß in die Wand hinein. Ja, aber das tue ich mir trotzdem nicht an, dass ich das da jetzt extra in den Süden transportiere. Ja, läuft. Sehr gut. Es läuft. So. Ja. Gut. Ist die Doppelfolge schon voll? Wir haben schon die erste Hälfte der dritten. Okay. Jetzt habe ich fünfmal hingeschaut, nichts weitergegangen. Denke mir, dann kannst du jetzt dir eigentlich was machen und schaust da mal, also gefühlt kurz nicht hin, weil du gerade am Tun bist. Wir werden das schon. Ja, aber ist ja egal, dann werden es halt drei. Mhm. Okay. Ja. Dann werden wir aber wirklich da durchbrechen. Du schließt das Zinn jetzt an. Mhm. Okay. Überleg gerade. Wie du Kohle hinbekommst. Mit der Energie, wie ich es mache. Die Frage ist, ob dieses Zinnvorkommen da weiter nach oben geht. Ich schau mir das da mal an. Ich grab da mal rein. Das ist da schon der höchste Punkt. Ja. Na, dann geht das leider nicht. Weil ich mir schon gedacht, ob ich es nicht oben einfach anschließen kann. Das spielt es aber nicht. Okay. Müssen wir da was aufbauen? Soll ich da mit Kohle arbeiten oder hole ich mir die? Mit die Laser die Energie her. Bei da vorne wäre Kohle. Daher vorne ist eine Kohle. Aber ich kann Drillmutter mehr. Oh. Ich hab da bei der Kohle überall keinen Drillmotor reingegeben. Seit langem ist da wieder mal leer. Ja. Die werkelt so dahin. So. Gut, danke. Mein Gott, wie blöd bin ich. Was denn? Ne, wie den Block abbaut. Dann kann ich ja das hier wegnehmen. Gut, aber die Kohle, die kriegt jetzt der Führerband. Wir sind auf minus 21, da darf nichts sein.
wie viele Führer bin da ab, oder? Ja gut, dann machen wir es mit Rohre. Ich habe 176 Förderbänder. Ist schon weg. Das wird halt dann wieder weggenommen. Ist ja nicht so, dass wir es verlieren würden oder so. Das ist Zeug. Ja nicht so, wie wenn wir das nicht gern machen würden. Was hinbauen und weg und hin. Ja, man kriegt es ja wenigstens 1 zu 1 wieder raus. Ja, stimmt. Da durch. Stecken wir den da drauf. Ja. Okay. Müssen wir unbedingt Drillmotoren bauen. So, der produzierte Energie, der schaut fertig aus da. Jetzt laufen wir rauf und schließen oben das Zinn an. Und dann wird dieser Zinnteil auch abgebaut. Die schwarze Wolke. So, die erste Attacke, Wespenattacke. War heute die da mal.
hin eine kleine Lagerarbeiter am Aufbau. Sehr gut. Dass da dieses zweite Vorkommen schneller aufgebaut wird. Gut, aber jetzt müssen wir dann schon ziemlich am Ende sein. Der Folge. Der Dreierfolge. Gleich. Ein paar Minütchen noch, weil dann tust du leichter mit Schneiden. 58 haben wir gerade. Alles klar. Es ist rot. Ah ja, kommt schon wieder. Ja, stimmt, und da können wir das da wegnehmen. Das ist ja unsere alte Versorgung, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Da müsste eigentlich auch schon 10 raufkommen, aber die blinken eh schon verdächtig immer wieder. Ja, da fließt es ja schon schön rauf. Das ist schön, wenn alles leuchtet und fließt, gell? Das sieht man so richtig zufrieden. Ja, dann sieht man ja wieder, dass das Ganze was bringt. Die Automatisierung der kompletten Industrie. So, nächster Step. Schauen wir mal da oben bei der Kohle. Aber da wird auch noch überall Förderbänder, die uns austauscht, gehören. Jo. Hacke. Ganz schöne Menge. Die schaut schon sehr gut aus. Und da ist eine leer. Da ist eine schon weg. Ah, sehr cool. Die können wir wegbauen. Abbauen. Alles fließt. Cool. So, jetzt hat alles seinen eigenen Weg. Einen Sprint aufs Dach. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Da ist der erste. Ich hab's mir gedacht. Der eine Anreichere schafft es manchmal gar nicht, was ich hier am Dach an bei der Kohle installiert habe, dass er alles, wenn mehrere kommen, befüllt. Rechtzeitig. Also es ist oft, dass ein paar Hopper leer werden. Achso, ja, weil ein Teil versorgt er nur, ja. Der Rest kommt da schon vorher runter. Ja. Es geht ja nur um immer um ein paar Hopper. Was weiß ich, 3, 4 Hopper. Und jetzt schaue ich hin und wieder, ich habe so viel angereicherte Kohle. Ich habe 87.000 angereicherte Kohle im Inventar. Ja, schadet nicht, wenn ich das mal einfüllen kann. Ich könnte hier allerdings ein paar Storage-Hopper dazustellen. Dann wäre ein Puffer. Das ist eine gute Idee.
jetzt bitte drehen wir ab. Ja, passt. Ja, jetzt hast du genau 3 Minuten. Daumen hoch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Happy Gaming. Ciao, ciao. Ciao.